Hast du Lust, Funkamateuren aus aller Welt zuzuhören, komplett kostenlos und ohne Funkgerät, dann ist ein Web-SDR genau das Richtige für dich. Hallo Leute, herzlich willkommen zu der 7. Folge unserer Serie Was ist eigentlich? Ein Web-SDR ist ein Empfänger, den du online nutzen kannst. Das bedeutet, du kannst Radiosignale aus der ganzen Welt hören. Du kannst alle möglichen Frequenzbereiche empfangen, direkt im Browser und komplett lizenzfrei. Ob Radiosender, Amateurfunk oder sogar Sachen wie Wetterstationen, du kannst alles hören. Die Links zu den Web-SDR-Listen findest du in der Videobeschreibung. Es gibt ziemlich viele Web-SDRs weltweit, aber nicht alle sind gleich gut. Ein richtig cooler Einstiegspunkt ist der Web-SDR von der Uni Twente in den Niederlanden. Der hat eine sehr gute Antenne, die kaum Störungen reinlässt, einen schnellen Server und genug Platz für alle, die gleichzeitig reinhören wollen. Den findest du hier. Auch diesen Link packen wir in die Videobeschreibung. Sobald du die Webseite aufrufst, sieht die Oberfläche vielleicht erstmal ein bisschen komplex aus. Keine Sorge, das gehen wir Schritt für Schritt durch. Als erstes solltest du oben den Ton einschalten. Du findest die Schaltfläche hierfür in der linken oberen Ecke. Ohne Ton bringt das Hören natürlich nichts. Direkt darunter siehst du den sogenannten Wasserfall. Dies ist eine Anzeige, die dir zeigt, welche Signale auf den verschiedenen Frequenzen aktiv sind. Helle Streifen im Wasserfalldiagramm zeigen dir Signale an. Der Empfangsbereich, der beim Start automatisch erscheint, ist das 20 Meter Amateurfunkband. Das lassen wir auch erstmal so, ändern aber die eingestellte Frequenz. Das gelbe Symbol zeigt dir, auf welcher Frequenz du gerade hörst. Wenn du weiter in das Bild hineinzoomst, siehst du es noch genauer. Dieses Symbol kannst du ganz einfach mit der Maus verschieben. Du kannst aber auch direkt in die Frequenzzahl klicken, sie editieren oder die Plus- und Minuszeichen nutzen, um die Frequenz in kleinen Schritten einzustellen. Das 20 Meter Amateurfunkband geht von 14.000 bis 14.350 kHz. Wir bewegen uns jetzt in diesen Bereich und links am Rand sollte 14.100 kHz angezeigt werden. Jeder senkrechte Strich im Wasserfall zeigt dir ein Signal. Wenn ein Strich durchgehend ist, handelt es sich meist um Störungen. Wenn es wie ein etwas breiterer Balken aussieht, hast du ein Funkgespräch gefunden. Je heller der Balken, desto stärker das Signal. Verschiebe jetzt das gelbe Symbol zu einem dieser helleren Balken. Und voilà, schon kannst du dem Funkgespräch zuhören. Was du dort zu hören bekommst, ist meist nur auf Englisch und es werden oft Abkürzungen verwendet. Einige dieser Abkürzungen habe ich euch schon in Folge 5 dieser Videoreihe erklärt. Mit der Zeit lernst du, was die Funkamateure damit meinen und kannst den Gesprächen ganz normal folgen. Besonders spannend? Jeder Funkamateur soll sich am Anfang, am Ende und etwa alle 10 Minuten während des Gespräches mit seinem Rufzeichen identifizieren. Dadurch kannst du herausfinden, wer das ist und in welchem Land er sich befindet. In Folge 6 habe ich euch dazu mehr erzählt. Falls du selbst lizenziert bist, bekommst du bei der Recherche sogar oft die genaue Adresse angezeigt, als unlizenzierter Gast leider nicht. Unter dem Wasserfall gibt es die Bedienungselemente. Hier kannst du die Frequenz einstellen, die Betriebsart, zum Beispiel Morse-Telegrafie, CW, bzw. das Sprechfunkmodulationsverfahren wie AM, FM oder SSB auswählen. Und auch die Lautstärke anpassen. Wenn du zum Beispiel Funkamateure im Sprechfunk hören möchtest, stell sicher, dass der Empfänger auf LSB bzw. USB und die Bandbreite auf 2,4 kHz eingestellt ist. Das ist der Standard. Wichtig, für Sprechfunk auf Frequenzen unter 10.000 kHz nutzt du LSB, unteres Seitenband. Und über 10.000 kHz stellst du auf USB, oberes Seitenband. Diese Einstellung findest du ebenfalls in den Betriebsarten. Das Web-SDR bietet noch viele weitere Einstellungsmöglichkeiten.
wie zum Beispiel Filter für die Bandbreite, Zoom-Funktionen für den Wasserfall oder Tools zur Rauschunterdrückung. Diese findest du in der unteren Leiste. Und das war unser kleiner Einstieg in die Welt der Web-SDRs. Wenn du Lust hast, noch mehr über Amateurfunk zu lernen, dann schau dir unbedingt unsere nächsten Videos an. Dort geht es zum Beispiel um ein super wichtiges Thema, die Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle. Wir zeigen dir, wie du erkennst, welche Bedingungen gut sind und welche Tools dir dabei helfen können. Also bleib dran, abonniere den Kanal und schau dir die anderen Videos an. 73, das heißt viele Grüße in der Funkersprache. Bis bald! Florida 4, India Sierra Zulu, Yankee Oscar 3, Delta Yankee Luma Portable, you are 55 to 57 now, QSL. QSL, thank you for 5557, you are 5354 now, 5354 now. Many thanks, Merry Christmas to you. Thank you very much, Merry Christmas, 73, QSL. Oscar Echo 5, Roto Whiskey Mike. Oscar Echo 5, again. Oscar Echo 5, Hotel Whiskey Mike. Good afternoon. You are 5 and 9, strong signal from your side. Mike, back to you. Oscar Echo 5, Hotel Whiskey Mike, Yankee Oscar 3, Delta Yankee Lima, portable 57 to 59, QSL. Okay, many thanks for the nice report. Have a great activation and Merry Christmas, 73, bye-bye. Merry Christmas, please stand by for Bogdan. Oscar Echo 5. Qui aquí, Italia Kilo Zero, Radio Frecuenza Santiago, Alfredo, mi nombre. Lapolskich, naszych języko, bytnym, obywatelom. È tutta la televisione. E allora è venuto qua a far, vengo là io una scappata che vediamo cosa fare, allora abbiamo messo un filtro, mi ha sistemato tutto. Довольно часто, так что все хорошо. Он, правда, просто приболел последний раз, вот мы встречали где-то с месяц назад. Da, la C9, știi, C9 curat foarte bine, fără probleme. Cu mult peste purtătoare, dacă te duceai câțiva kHz mai într-o parte. Here in the countryside, and then we decided to get back in the countryside after about 4 years of being down in the valley and de-exit from down there, we came up to here, to this QTH in 2018. And this one here has the garage attached to the house, so it wasn't so bad for the XYL. So all she got to do is get out of the vehicle and come up the stairs, and she's in the dungeon here. See, my garage is buried further in the ground than the house is. See, I'm in underground right now, and the garage is lower than me, so they had to dig out the rest of the ground after they built the house and put the other garage in. So they had to change the landscape a little bit more. But it makes it easier for her to get in and out because she don't have to step on the snow and stuff, you know.